Hallöchen. Wieder so weit. Oh, Musik, ne? Mission Phoenix Point. Wir müssen da noch ein bisschen was tun hier. So einen kleinen Überfall. Den sollten wir mal abwenden. Das sind jetzt zwei Flieger sogar unterwegs. Mal gucken, wer zuerst ankommt. Hier drüben hat man noch einen, ne? Der soll hier rüberfliegen. Damit wir hier mal ein bisschen Kram einsammeln. Eigentlich bräuchte man ja fast noch einen Flieger, ne? Normalerweise. Also zwei kleine Flieger, die das Zeug einsammeln, damit wir bessere Waffen bauen, aber sieht eher schlecht aus. Also mal schauen. So, lass uns mal weiterlaufen. Was jetzt? Hat es angekommen. Okay. Pandoranischer Schleim. Eine Analyse der Substanz, die von unserem Einsatzteam und den Laborwissenschaftlern als Schleim bezeichnet wird, ergeben, dass es sich um eine mutierte Form des Bakteriums handelt. Das Bakterium kann an Oberflächen haften und gedeiht in nassen Räumen. Allerdings zeigen negative Reaktionen auf Sauerstoff. Experimente haben gezeigt, dass die Substanz abstirbt, wenn sie kurz in der Luft ausgesetzt ist. Aufgrund dessen ist der Schleim relativ harmlos. Ja, von wegen. Harmlos. Und hier, Urakin-Technologie, das ist gut. Das ist gleich von alleine fertig anscheinend. Ja, ein Tag noch, okay. Das bringt nichts. Man könnte auch noch schnell die Mauern helfen, ne? Einige Gefahrenstufe reduziert. Oh, das wäre super. Helfen wir da noch schnell? Gucken wir mal. Extrem. Noch vier Verteidiger. Schaffen wir das noch in 3 Stunden? Wir leben da noch. Drei. Ah, die Forschung hat eine Reihe von Verteidigungsmaßnahmen physischen Barrieren geführt, die die Verteidigung aller Zuflucht Neu-Jerichos mit geringen Kosten verbessern können. Die Vorteile werden sofort angewendet und ermöglichen eine verbesserte Verteidigungsfähigkeit von 25%. Aus Phoenix-Sicht wird die Technologie die Gefahrenstufe von Pandorana-Angriffen auf unserer Basis reduziert. Sehr schön. Hiding their havens behind walls, so frightened of infection, frightened of change, clinging to the old world, to everything that is already lost. Yes. Das sind drei Gesichter sind das hier. The walls of Jericho will fall. Yes. As they fell before. Yes, yes. You cannot keep change out with walls. The flood comes. Water eats away at stone. You cannot build fast enough. Ja, ja. Nicht recht. Kommandofestung. Du bist jetzt plant, die Erde zu retten, erfordert einen zentralen Kommandodrehen Angelpunkt. Eine ungreifbare Festung, in der aus die Kriegsüberwachung koordiniert werden können. Oh, Rekrutierungskosten werden da gesenkt. 4 Tage dauert der Spaß. Das ist lange. Wir sind doch hier ein paar Viecher fangen, wie es scheint. So, jetzt sollte ja. Aber immer noch extrem okay. Jetzt können wir sogar einen mehr mitnehmen. Glaube ich. Das sind das eins? Ne, es sind ja schon 8. Ach, das sind schon 8. Okay, dann eher nicht. Okay. Schauen wir doch mal. Was nehmen wir denn mit? Schauen wir doch mal durch. Die haben alle schwere Waffen. Der kann auch Gedankenkontrolle machen, das ist gut. Scharfschütze mit schwerer Scharfschützengewehr. Hier könnte man noch ein bisschen investieren. So, schießen.
Rindfleisch noch. Der hat Raketensprung, das ist gut. Schnelles Aufräumen. Bieten erlegten Gegner zwei Aktionen. Na, für schwere Waffe ist es eher, glaube ich, nicht so doll. Obwohl, der könnte mit den... Hat der einen Flammenwerfer? Ne, der hat keinen Flammenwerfer. Okay, dann vergessen wir das. Laser. Wenn ich einen Laser dabei haben, finde ich immer ganz gut. Da braucht eigentlich keine Punkte mehr. Ja gut, ein bisschen Stärke noch so. Ist jetzt nicht so wichtig. Ach genau, der hat den Heiler dabei, das ist gut. So, Moment. Das ist dann schon das andere Schiff. Der hat auch Laser, auch Gedankenrolle. Genauigkeit minus 10 ist jetzt nicht so doll. Passt. Mit. Wieso? Ja, 3 jetzt. Irgendwas verpasst? Komisch. Okay. Setzen wir mal ein. Das sollte passen. Sehr komisch. Nee, nee. Der Rest passt noch. Ja. Okay. Dann schauen wir mal, ne? Ob wir da ein paar auslöschen können hier. Sehen wir schon was? Einen sehen wir. Und das ist super. Die können wir uns direkt schnappen, ha? Das ist jetzt keine optimale Position, muss ich schon mal sagen. Der Scharfschütze müsste mal hoch am besten. Oder da hoch? Ist das hier ein Gefängnis? Nee. Sieht nach einer Kommandozentrale aus. Die Kaserne wahrscheinlich. Wo kommen wir denn ja jetzt hoch am besten? Da hinten, okay. Okay, dann lauf doch mal. Und feingesichtet. Da hinten. Oh, was hast du denn dabei? Ih, Säure. Säure ist schlecht. Säure ist ganz schlecht. Eieiei. Okay. Säure ist blöd. Können wir hier irgendwo rausschießen von da oben höchstens. Ist jetzt aber auch nicht so doll. Geht auf die Mindeckung. Ja. Können wir es da hinstellen? Dann stellen wir es doch mal da hin. So. Da oben steht einer. Gehen wir hier hin. Langsam rantasten, ja. Nur nichts überstürzen. Mit der Kleinwaffe drauf schießen, vielleicht. Mal hier die Schere wegmachen. Schön. Gefällt mir das? Kann der spucken? Nee, kann er nicht. Okay, der kann eigentlich nichts mehr machen, großartig. Der sollte gleich verschwinden. Stellen wir uns mal dahin.
Der sollte ja ein bisschen was aushalten. Und du versteckst dich mal hier. Wir müssen echt mal so eine große Skiller gefangen nehmen. Das ist wichtig. Muss so eine Säure auch gefangen nehmen müssten mal? Glaube ich nicht verkehrt. Sind alle da hinten jetzt, okay. Ah, der ist tot. Befürchte ich. Das wird er nicht lange überleben. Ja, die kommen alle raus jetzt. Sehr schön. Bisher alles Artbonds. Es geht. Oh, tschüss. Hab ich doch gewusst. Hast du schon ein gutes Ziel? Hast du? Wow. Ist das beschissen. Könnt von da oben den da drüben treffen im Haus. Na super. Das bringt mir jetzt nicht so viel. Oh. I'm going in. Wenn der den da erwischen kann, wäre das super. Und tot. Ach, das war der mit den Säure. Verdammt. Den wollte ich doch gefangen nehmen. Na gut. Das war wohl nix. Und drauf mit dir. Schöne Schussposi, so. Müsst du quasi hier rauslaufen? So. Und dann schießen. Gift spucken, die Sau. Er hat aber schlechte Eigenschaften. Oh, der hat einen Granatwerfer. Das ist nicht schön. I can make a difference. Operative on the move. Kommst du doch mal hier raus. Warte mal. Weiß nicht. Nutzen wir unseren schönen Explosionsstoß. Ja, den anderen haben wir leider nicht so wirklich erwischt, ne? Nee. Er kann nicht mal laufen. Auch okay. So. Ja, das ist bescheiden. Kann hier halt echt von nirgends so wirklich gut zielen. Ich könnte einen Sprint hier vornehmen und dann einmal schießen. Die haben alle Granatwerfer. Das ist schlecht. Das ist einfach nicht gut. Hey Sandy, danke. Für dein Follow und willkommen. Wenn wir jetzt hier... Oh, ich glaube, wir haben gar keine vollen Punkte mehr. Kann das sein? Verdammt. Ja, so ein Mist.
Okay. Auch 2 Punkte. Narf. Okay, das ist blöd. Könnte einmal Schnellziehen machen, dann könnte ich in Überwachung gehen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Machen wir das so. Nee, geht nicht. Oh. Ist ja nervig. Verschwendet hier. Habe ich mir schon gedacht. Zweimal daneben, ey. Super. Vielen Dank auch. Aspita könnten wir mal nach vorne holen. Bis nach. Erstmal. Ich habe dieses Teil lange unterschätzt, muss ich schon mal sagen. Leider können wir den nicht retten, glaube ich. Das wird nichts. Nicht wirklich. So, alle bewegt, alle bewegt. Muss ich selber retten. Naja, immerhin. Nicht schlecht. Oh oh, was war das? Freund oder Feind ist die Frage. Offenbar ein Freund. Wir haben Verluste zu beklagen. Ah, der macht Überwachung. Okay. Oh. Schlecht. Wenn der jetzt dann gelähmt ist, dann ist das eher ungünstig. Sag ich mal. Der macht Gift, ja. 70 gleich. Was davon? Hör auf, das Teil zu schießen hier. Hey, jetzt. Oh, toll. Jetzt hat er 2 Punkte weniger. Ist ja wieder ganz großartig. Wie weit kannst du das schießen? Bis darüber. Nee. Also mal so. Können wir den drüben aus... Ach, der sieht den gar nicht. Na, so ein Mist. Ist ja blöd. Hier kommt der Phoenix. Da werde ich bestimmt nicht durchschießen. Virusgewehr, na. Schieße ich noch einmal mit dem, würde ich sagen. Ist er tot. Sehr schön. Gut, dass ich das kleine Scharfschützengewehr noch dabei habe. So, den da müsste ich eigentlich ausschalten, ne? Chamäleon des Schmerzes.
rechten Arm erwischt. Klappt. Das war so nicht geplant. So ein Mist aber auch. Ich will jetzt bis darüber fahren, aber dann bin ich tot wahrscheinlich. Das bringt mir nichts so viel. Ich müsste hier rüber eigentlich den anderen heilen. Ah. Könnte noch eine Granate werfen. Die keine Reichweite hat. Boah. Hast du was zum Heilen dabei? Hättest du. Wir treffen nix. Ganz toll. Stellen wir uns mal hier hin. Beziehungsweise wir könnten mal auch hier reingehen, ne? Und dann von innen kommen. Vielleicht. Machen wir das mal. Dann schauen wir mal. Geht mal hier hoch. Deckung. Oh, Moment. Ich könnte das Fenster schießen. Das ist nicht so toll. So. Was machen wir dir? Da irgendwo hoch. Du könntest hier hoch und dann könnten wir rüberschießen. So. Nächster Unterhalt. Gut. Der ist fertig. Der ist auch fertig. Au. Super gemacht. Naja, die tun auch ihr Dienst. Auch nicht schlecht. Dann kann ich leben. Gut, dass der daneben geschossen hat. Keine Ahnung, was das jetzt war. Irgendwas blockiert ihn. Okay, er haut ab. Würde man das sehen, auf was die schießen. Sehr komisch. Noch 11 Punkte. So, komm, so machen wir so. Sehr schön. Gut. Gut, gut, gut. Ich glaube, den heilen wir jetzt mal. Langsam wird es kritisch. So, können wir jetzt hier den Bum 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 einsetzen, ordentlich? Natürlich nicht. So, jetzt. Ist die Frage, ist hier hinten ein Feind oder ein Freund, ne? Schießen mal hier so hin. Mal gucken. Ja, natürlich. Super. Super geschossen. Ich bin begeistert.
Dieses Ding. Ich hasse es. Und der ist gelähmt. Mann, steht er doof. Sehr doof. So. Bringt das hier was ein zu leben? Nicht wirklich, ne? Die können wir alle nicht gebrauchen. Im Grunde. So, guck mal hierher. Oh, jetzt hab ich vergessen. Ah, shit. Rüber. Kommt der nicht vorbei. Sehr schön. Kannst du da rüber ein Stück? Nicht, dass sie auf den schießen. Rüber geschossen. Ganz toll. Irgendwie ist hier was im Weg, habe ich das Gefühl. Würde mich mal interessieren, was das ist. Hat er jetzt getroffen? Irgendwas ist da. Glaube ich. Ja, komisch. Wo schießen die denn hin? Ich bin verwirrt. Ganz klar verwirrt. Was anderes sehen wir eh nicht, ne? Okay, dann können wir hier rausschalten. So. Entweder sind die so doof zum Zielen. Ich weiß auch nicht. Sehr komisch. Toll. Immer Deckung. So. Gibt mir irgendwas, wenn man da reinläuft? Schauen wir mal. Und nur die Kommandobasis, wie es scheint. Na gut. Da würde ich jetzt nicht weiter vorgehen. Das könnte gefährlich werden. Juhu. Ich liebe es. Sieht er was? Nee. So sieht er was, aber so sieht er nichts. I know how to do this. Ah, geht doch. Geht doch. Okay. Abgehauen, ne? Gewonnen. Sehr schön. So gefällt mir das. 1A. Wunderbar. So muss das. Wieder ein paar Leute gerettet, bisschen Mats bekommen. So gefällt mir das. Nicht geschafft, den Ursprung zu identifizieren. Schade. Einmal alles auffüllen, danke. Produzieren gar nichts mehr, fällt mir gerade so auf.
Stellarmbrüsten, sowas können wir gar nicht bauen. Haben wir gar nicht die Materialien. Das ist sehr ärgerlich. Könnten ja mal unsere Leute durchschauen eigentlich, ne? Irgendwas gebrauchen können. Aber eigentlich nicht. Der ist schon komplett voll. Kriegt der hier EP, mit dem ich nichts anfangen kann? Ist ja auch super. Infanterist. Das bringt mir jetzt aber nicht so viel bei dem eigentlich. Gerne was auf die Stärke machen. Ja, Rakete oder Laser, ne? Das ist die Frage. Der Fragen. Brecherrüstung. Golem. Den hat eigentlich alles gepasst. Wie schaut das hier aus? Da brauchen wir auf jeden Fall noch gut an Punkten. Ich nehme mal noch ein paar angebracht Sachen, wie es scheint. Das sind eher die schlechten Teams. Ist jetzt nicht so toll. Ein paar Läutergranaten könnte man noch bauen. Läutergranaten. Hier brauchen wir Munition. Oh, du bist etwas überladen. Okay. Munition. Der kann auch noch was gebrauchen. Du hast nur eine normale Armbrust. Ich brauche dringendst die Giftarmbrust. Wo haben wir sie denn? Kann ich die nicht bauen? Oder was? Nee, da ist er. Wollte gerade sagen, bauen wir gleich mal zwei. Eine noch in Reserve. Das ist jetzt sicher. Und noch ein paar Läuterungsgranaten. So. Oh, jetzt stehen geblieben. Den hier, ne? Genau. Ach, hier, super Teile noch. Hätte ich nochmal so ein Bewegungssensor. Ein Feind in der Nähe, auch hinter Hindernissen. Die Schadenswerte werden halbiert. Ja. Auch nicht Schaden. Sind alle verletzt hier oder was? Nee. Okay, lassen wir das erstmal so, würde ich sagen. Gut, dann kann der hier mal die Basis. Die. Gut. Der hier. Geht in die. Dann ist der versorgt. Der geht rüber. Der geht dahin. Der muss noch heilen. Alle bitte heilen, heile, heile machen. So, der sammelt ein, ne? Genau. Passt. Müssen wir mal kurz schauen.
Wohnräume, Krankenstation. Eigentlich braucht er noch Trainingsraum. Wo ist denn der? Wohnen. Da. Trainingseinrichtung. Habe ich noch nicht, ne? Nee. Brauchen wir noch eine Trainingseinrichtung. Soll der mal kurz hier rüber? Erstmal. So, der ist geheilt. Kaliumine. So, das? Ach, das war die Schmiede. Also, wir haben einen Mutantfeld. Vielleicht fehlt noch ein Flieger eindeutig. Da war noch eine Basis, ne? Die musste ich noch befreien eigentlich. Die für Stufen 7 und sowas. Das ist eigentlich ganz gut. Dann sollte mal das Ding befreien. So. Er muss noch sich auffüllen, der auch. Und der fliegt über. Okay. Passt. Ist fertig. Nebelabwehranlage, sehr schön. So, du bist fertig. Du hast deine neue Hauptbasis. Sehr schön. Das muss ich nur kontrollieren. Okay, dann passt das ja. So, gibt es hier oben noch was? Hier ist die Nebelabwehranlage endlich fertig. Sehr gut. Dann ist das hier oben schon mal geschützt soweit. Könnte natürlich auch hier runterfliegen mit dem, ne? Hier gibt es nämlich schon ein paar Sachen zu entdecken noch. Ich würde ja gerne erstmal Kram einsammeln. Ehrlich gesagt. Oh, da hat er einen Aufstieg bekommen. Sehr schön. Ich habe da werde immun gegen Angriffe, Panik, psychischen Schaden. Oh, das ist sehr gut. So. Warte, ich enthüll für 20. Hm. Erstmal nicht. So, ich glaube, wir müssen hier zuerst, hä? Säuberer von Befall. Trainingslager 2. Sehr schön. Oh, was ist hier los? Oh, der hat gar keine Waffe. Was ist denn da passiert? Das ist aber nicht schön. Jetzt haben wir die Waffe zerstört, kann das sein? Sieht fast so aus. Ja, auch nichts drin hier. Was ist denn da los? Das geht ja mal gar nicht so. Oh. Okay. Können wir da noch ein bisschen was machen? Immun gegen Schleim ist auch nicht schlecht. Wenn ich das wieder reinmache, dann kann er nicht mehr jumpen. Das ist dann auch blöd. Das passt soweit. Man könnte natürlich hier noch eine neue Klasse dazu machen. Wirklich überzeugt bin ich davon nichts. Also Gedankenkontrolle wäre noch ganz nett, ja, aber muss jetzt auch nicht sein, ne? Das ist eine okay Kombi, das ist
passt eigentlich. Das ist auch ganz nett mit dem Raketensprung. Muss ich sagen. Auf den Wandlungen möchte ich eher weniger haben. Können wir das lieber so machen, dann hat er immer noch genug Power. So. Der ist sehr gut ausgerüstet. Da könnte man zum Beispiel noch Dingens reinmachen. Ansonsten fällt mir eigentlich nur der Priester ein. Na, lass uns das mal weg. Ich weiß es noch nicht. Sonst lassen wir den Rest so. Hier könnte man noch zwei verschiedene reinmachen. Einmal Laser, einmal Panzer brechen. Okay, hier geht ein Modul rein. Interessant. Und dann mal das Psycho-Ding rein. Kann ich auch was reinmachen? Nö. Nee, da geht's nicht. Da geht's, oder was? Tatsächlich. Okay. Dann ist das halt so. Ich frage mich, warum der nicht so viel tragen kann. Ist ja blöd. Der kann nur so wenig. Sehr ärgerlich. Wahrscheinlich statisch, oder? Gewicht 2. 4. 3. Okay, starten wir mal. Mal gucken. Schauen wir mal. Du mal unsere Basis wieder befreien. Gucken, wie viele Sirenen da sind oder so Späße. Sehr schön. Jetzt sind wir mal auf der anderen Seite der Medaille. Oh. Hallöchen. Böser Giftwurm. Können wir doch hier bestimmt gleich mal erledigen, ne? Sehr schön. Können wir gleich mal so ein Teil werfen. Am besten hier so schön in die Schusslinie. Wunderbar. Unsere Scharfschützen können wir einen da hinstellen. Komm, Stürme hier überall, ey, ist ja nervig. Das sieht den Wurm. Okay. Hoffen wir, dass da keiner weiter steht, ne? Das wäre ungünstig. Verstecken wir uns mal. Der denn da hinten? Ah, ist die Frage, was das ist. Ne? Das kann natürlich auch ganz schön in die Hose gehen jetzt. Wenn es blöd läuft. Bleib mal lieber weiter hinten. So. Alle bewegt. Gut, gut. Ein Würmchen schon wieder. Sind ja alles voller Würmer oder was?
Giftwürmer. Ach nee, oder? Echt jetzt? Jetzt hat er sich dahin versteckt, oder was? Das darf nicht wahr sein, oder? Na, ganz toll. Jetzt ist der voller Säure, oder? Doch nicht? Tatsächlich. Ist der säureimmun, oder was? Eher nicht so. Okay, komisch. Sehr komisch. Kann ich dich betäuben vielleicht? Das wär's natürlich, ne? Mal da was da. Eher nicht. Ah, da könnten wir den töten, ne? Aha. Schauen wir mal. Ob wir das hinbekommen. Elektrisches Schlag. Verwirrt. Betäuben kann ich ihn nicht, ja? MP Gift. Ich kann nur verwirren. Na ja, super. Das ist ja nicht so sinnvoll. Na gut. Leider nichts zum Betäuben dabei. Das ist blöd. Blödes Vieh. So, ich würde mal sagen, der geht nach vorne. Da sehen wir noch einen, ne? Einen Moment, bitteschön. Ja, das lohnt sich ja jetzt hier. Wow, super geschossen. Per, stehst du da jetzt? Vorwärts, rein ins Getümmel. Und da ist schon... Ach, nö. Wieder zurück. Danke. Bewegt, eine bewegt. Zu Ben, bitte. Noch ein Wurm. Ja, sag mal. Haben sie sich allein versteckt oder was? Will er bitte aufhören, das Zeug kaputt zu machen? Das wäre schön. Sehr schlimm. Oh oh. War ja klar. Blödes Vieh. Alles Mistvieh. Hallöchen. Der ist da oben. Da hinten ist einer. Das ist natürlich ganz so günstig hier. Das scheint auch sehr klein zu sein. Okay.
Watch out, I'm moving. Let's show them what we can do. Da kommen wir gar nicht rüber, ha? Super. Ist ja wieder ganz toll. Boah, das sind ein bisschen Blütchen, ne? What's this? Okay. Machen wir das doch so. Gut. Du kleiner Scharfschütze. Ist mal hier sein. Aber da kommt jetzt keine Granate geflogen. Au. I can't move right. Nicht nett. Virusschaden, das sind die zwei letzten, ne? Habe ich das Gefühl. Okay. I was born ready. Mach Bekanntschaft mit meiner Wumme. Oh. Das ist so viel Schaden, wie ich erwartet habe. Ich noch mal. Wie sind wir doch erstmal das Schild weg, so. So, der kann nicht mehr schießen. Receiving. Receiving. Rolling. Arm weg. Sehr schön. Ist das ein Giftspucker? Nö, ist kein Giftspucker. Sehr schön. Der macht jetzt nicht mehr allzu viel. Und den kann ich eigentlich so nicht mehr gebrauchen. Ziehen wir uns mal zurück. So. Er sieht irgendwas. Den sieht er, stimmt. Geht nicht. Musst du noch ein Stück zurücklaufen? Ja. Ein Moment. Keine Aktionspunkte dafür. Das ist sehr schade. Okay. So, Freundchen. Du meinst, du musst auf mich schießen, ja? Behalten wir dich mal im Auge. Aber natürlich. Na super, das hat's ja vollgebracht. Sehr schön. Wäre aber ganz gemacht. Blutet aber noch, wieso blutet er noch? Und wieder startklar.
Oha. Naja. Das war jetzt nicht ganz so überzeugt. Hat sich gar nicht bewegt, kann das sein? Sehr komisch. Hast du gerade daneben geschossen? Wirklich? Wir müssen dich doch verarschen. Das darf doch nicht wahr sein. Der sieht den da einfach nicht, ja? Das ist ja so bescheuert. Let's try this. Aha, runtergefallen. Oder falsche? Oh. Kopfschuss! Jetzt reicht das nicht. Enemy hit. Was noch? Ach, der ist tot, ist drunter. Okay. Wunderbar. Wenn er schon heilen kann, gratis, ne? Machen wir das auch. So, dürfte es gewesen sein, ha? Huh? Ach, da ist noch einer. Ein Säurewurm. Haben wir die schon? Ah, oh, ich würde dich gern betäuben. Ah, oh, ich habe nichts zum Betäuben. Das ist so blöd. Ich muss echt noch was zum Betäuben mitnehmen. Ich habe nichts. Der kann nicht betäuben, was ich etwas schade finde, ehrlich gesagt. Der kann nur verwirren. Okay. War es immer noch nicht? Okay. Irgendwo lauert noch was. Frage wo, ne? Schauen wir mal. Viel Platz haben wir ja nicht mehr. Wo sie sich verstecken können. Der sichert den Eingang. Darüber. Mit dir? Da hinten was ist? Glaube ich jetzt zwar nicht, aber gucken schadet ja nichts, ne? Hm. Ah, da. Da hinten. I'll be right there. I can see them. Ah ja, so ein Vieh. Na, ganz toll. Ist natürlich ein Loch drin, ne? Ist ja ungünstig. Da wieder ein Loch reingemacht hat. Nö, nö, nö.
werden wir hier mal ein paar Leute abstellen. So, kommt der da hoch? Nee. Kommt da gar nicht hoch, ne? Das ist ja richtig beschissen. Wenn der jetzt ihn losgeht, dann habe ich ein Problem. Kein kleines. Ja. Immerhin erwischt. Jetzt ist es optimal, aber... Kann damit leben. Offenbar kann ich nicht darüber springen. Nerv. Würde ich mal sagen, wir warten hier einfach. Huh? Der wird bestimmt hier da um die Ecke kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Du hast keine Chance. Freundchen. Komm doch, komm doch. Aha, hab dich. Perfekt. Ein schöner Lockvogel. So gefällt mir das. Wunderbar. So, neue Basis. Sehr schön. Hallöchen. Schauen wir doch gleich mal an. Gehen wir erstmal in Strom reparieren. Training, Wohnraum. Ja. Warum nicht? Können wir uns noch was leisten? So ein MIDI zum Beispiel. Das haben wir gleich wieder nichts mehr. Nee. Eher ungünstig. Gibt's da was? Nö. Okay. Lieben Kristallsteinbruch. Okay. Da mal hin. So, den hier wollte ich eigentlich mal hier runterbringen, ne? Dahinter. Wenn wir die Mission mal machen können. Da wäre noch eine Ruine. Ist hier noch eine Basis? Da oben. Müsste man eigentlich mal befreien. Wir fliegen erstmal dahin. Fliegen wir erstmal dahin. Wir wissen, was da ist. So, offen ist, danke. 6er, das sind alles Level 6er. Und 5er. Das ist auch noch eine Ruine. Müssten wir eigentlich auch noch erforschen. Oben ja noch Materialien. Sollen wir das mal riskieren? Es wären sehr gute Materialien sogar. Da muss ich noch erobern. Ich glaube, obwohl das wäre ein Steamer-Team, ne? Das wäre eigentlich ein gutes Team, was hier. Warum blinkt denn das? Ach, neue Rekruten. Nee. Gift, ach nee, Säurewurm haben wir ja sogar schon, siehst du?
Gift, Säure, Feuer haben wir eigentlich alle schon. Könnte man auch ernten. Wie viel Platz haben wir denn noch? Eigentlich haben wir noch genug Platz. Hm. Wir hätten einen Heiler dabei. Und definitiv mehr Munition. Sonst geht das Ganze ganz schön schief. Der ist voll. Der ist auch etwas sehr voll. Da haben wir sogar noch Säure. Ich glaube, Säure funktioniert bei dem gar nicht, oder? Die Speersäcke mit reinmachen. Bringt mir das was? Wenn ich die mische. Oh, das ist nett. In der Kombination könnte das ordentlich Schaden machen. Schauen wir mal. Mal gucken. So, ansonsten. Der kriegt mal extra Money. Gott, ja, da ist so viel Punkte, ey. Das ist ja total Blödsinn, ey. Muss nicht erhöhen. Der kriegt nochmal Money. Ich glaube, die Scharfschützen brauchen die Money unbedingt. Gut. Dann riskieren wir es mal. Ich bin gespannt, ob das gut geht. Wie ein Flitzebogen. Sie mag ich nämlich überhaupt nicht, diese Wächter. Die sind echt hart. Sehr interessant hier, alles voller solche Kristalle. Den Sound finde ich so gut. Wenn hier oben wieder einer ist, ne, dann... Aber dann, ne? Ich könnte schnell hochfliegen und nachschauen. Nö, sehr gut. Hatte ich nämlich auch schon, dass hier oben direkt neben mir einer stand. Das ist dann sehr unpraktisch. Das ist eine schöne Brücke auf jeden Fall. Da würde ich den auch hier hoch tun. Da oben kann man schön runterschießen. Schön verteilen. Stellen wir das schön. Was ist denn da eigentlich am besten? Oh oh. So denn? Da hinten. Wie siehst du denn aus? Was ist mit dir passiert? Ebenkristall. Vielleicht Nahkampf kriegen, betäuben. Aha. Giftschaden um die Hälfte reduziert. Dingens. Reduziert die Wirkung von den EP-Waffen um die Hälfte. Okay.
Ah, das hier, das Zeug im Weg. Okay. Das ist doof. Ist hier eine gute Position? Schau mal. Ich hoffe. Die andere Seite. Es sieht noch nicht. Schade. Oh, okay. Mal gucken, ob der aufwacht. Nee, das tut er nicht. Sehr gut. So, wo sind denn unsere lieben Wächter? Keine zu sehen. Ist da garantiert hier hinten irgendwo, oder? Das sieht ihn einfach nicht. Das ist echt blöd. Receiving. Wir haben ja Zeit. Wir haben es ja nicht eilig. Man kann das ja ganz in Ruhe angehen eigentlich. Bisschen aufpassen, wo wir uns hinstellen, nicht, dass hier dann gleich was um die Ecke kommt. Das wäre sehr blöd. Ah, da geht's schon los. Die uns schon gesehen haben. Getroffen jetzt? Ja. Mit Schild habe ich getroffen, gut. Passt. So, dann können wir den noch setzen. Und die Frage, wo, ne? Der Ding aufgewacht? Und gleich nochmal schießen. Oh. Kriegen wir nicht ausgeschalten. Und das hier schwebt er oder was? Hm. Mal eins ist weg. Wo ist der andere? Daneben. Ja, von hier kann man nicht schießen. Das ist blöd. Wow. Das macht jetzt nicht so viel Schaden, wie ich erwartet habe. Nächste. Oh, das ist alle hier hinten im Eck, hm? Okay. Die können sich nicht bewegen. Bist du dahin? Okay.
Solange der hinten nicht aufwacht, ist alles gut. Dann kümmern wir uns nämlich erstmal um die Hopliten hier. Jetzt alle auf mein schönes Geschütz los. Das ist nicht nett. Ja, auf was schießen wir jetzt, ne? Verstärkung machen, so. Könnte. Ach, wir kommen da nicht mehr runter, ne? Reichen die Punkte nicht mehr. Testzwecken. Was das macht. Okay. Keine Ahnung. Was das gemacht hat, man weiß es nicht. Ich glaube, da muss ich näher ran. Ach nö, oder? Wegen ein Punkt. Das ist ja mal wieder total nervig. Immer das Gleiche hier. Gar nichts am Schild, der Laser. Laserwaffen sind ja nicht sehr nützlich, habe ich das Gefühl. Das ist ja blöd. Na gut. Ist halt so. Deckung, einmal nachladen. Sehr schön. Ah, du kannst noch. Die könnten zweimal schießen. Das sollte man vielleicht tun. Was? Verfehlt. Auch soll nicht wahr sein. Durch zum Schießen hier, ja, super. Schönen Dank auch. Na toll.
das Schild gekitzelt. Die haben alle schon geschossen, okay. Das dürfte die letzte sein, hä? Wie es scheint. Mein schönes Geschütz. Ach, da ist ein anderes, ist der. Au! Das war nicht schön. Ach, da unten ist auch noch einer. Okay, das war knapp. Okay. Oh, ich glaube, der andere ist wach geworden. Kann das sein? Shit. Nicht gut. Gar nicht gut. Krieg mich ausgeschalten? Eher nicht, ne? Rüstungsbruch. Schwierig, wie mache ich denn das? Ich müsste eigentlich damit rausschießen. Am besten. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Tausend Säure drauf jetzt. Okay. Kriege ich den da drüben? Da. Ist ja die Seite aber ein bisschen blöd aufgestellt. Nein! Jetzt wird's gerade ein bisschen kritisch hier. Hier sogar zu sagen, sehr kritisch. Der da drüben stört. Wie mache ich denn das jetzt? Kriegen auf jeden Fall nochmal ein Upgrade. So. Der noch mal auf den schießen. Hoffen wir, dass das Schild weggeht. Ja, sehr schön. Kannst du noch mal schießen? Dann ist der tot. Ne? Und vielleicht kann auch der schießen. Obwohl, der ist vielleicht besser geeignet. Ah, ist ja weit weg. Ich gehe das gut. Ja, sehr gut. So gefällt mir das. Der wird dann wieder auf den schießen. Ah! Okay, geh mal in Deckung. Hell ich mal.
So, müssen den da hinten irgendwie erwischen, ne? Schwierig, schwierig. Here comes the Phoenix. What now? Das hier oben ist auch schwierig. Das ist der im Weg. Wir könnten dahin gehen. Der hat irgendwie gerade keinem Ziel, oder ich sehe gerade die falschen Waffen ausgerüstet. Tausend Säure drauf. Das sollte ihn ja demnächst töten, hoffe ich mal. Ich hoffe es sehr. Sonst ist es problematisch. Wie kommen da noch? Der schlimm. Das macht gar keinen Schaden in denen. Ist ja mal richtig bescheiden. Dann wäre es ein bisschen viel für meinen Geschmack. Das sind Nummer zwei. Oh Mann, oh Mann. Aber dich noch. Können wir noch versuchen, den auszuschalten? Ja. Schauen wir mal. Ich hätte mir den anderen nicht so weit vorstürmen sollen. Wäre besser gewesen. Uiuiui, hat den ganzen Baum weggefräst. Nennen. Boah. Hallöchen. Au. Oh, er ist fast tot. Wow. Okay, Säure OP. Bald wieder. Aber dauert halt zwei Runden. Was tust du? Du stellst es hin, okay. Du kannst nicht weg, ne? Na super. Ich genügend für die Kraftpunkte. Krieg ich dich ausgeschalten? Wahrscheinlich nicht, ne? Wird die noch verlangsamen vielleicht, ja. Würde mich doch verarschen, oder? Habe ich das scheiß Schild getroffen? Mann. Ist ja mal überhaupt nicht nervig. Vielleicht ruht hier. Der steht jetzt sehr ungünstig. Mm-hmm.
schießt auf den Typen. Das bringt mir irgendwie auch nichts, wenn ich da drauf schieße. Ne? Muss eigentlich den Rumpf ausschalten. Das zieht das halbe Leben ab, dann geht's eigentlich. Aber so. Okay, oder auch nicht. Ganz toll. Das kratzt ihn nicht mal. Ich hasse es. Oh yeah. Reloading. Wenn ich dich einzeln wegsprengen muss. Das ist mir jetzt auch egal. Wow, das Bein getroffen. Ganz toll. Ich hasse es. Der kann nichts ausrichten. Ganz toll. Nur noch was machen. Muss auf den schießen. Das ist nicht ganz so toll. Schieß mal auf den. Das war wohl nix. Dann hätten wir hier noch einen Scharfschützen zur Verfügung. Hab ich nicht von irgendeinem Schild kaputt gemacht? So halber? Da. Offenbar habe ich direkt seinen Dings getroffen, oder was? Was habe ich getroffen? Weiß es nicht. Ah, tot. Sehr schön. Das hier könnte gleich kritisch sein. Schauen wir mal. Mal gucken. Aha, daneben. Sehr schön. Oh oh. Oh oh. Bist du auf? Nicht dein Ernst, oder? Oh. Kann der dreimal dieses scheiß Bohrer-Ding machen? Ja, richtig bescheiden. Kannst nicht an dich rankommen lassen und auf Entfernung kannst du sie auch nicht lassen. Ganz toll. Ah ne, super. Ich hasse es. Ist das nervig. Nee, nee, nee. Ich hoffe, ich habe jetzt eine bessere Startposition, obwohl die ja nicht schlecht war. So, schauen wir nochmal. Okay, ist jetzt ein bisschen anders offenbar. Nee, ist die gleiche. Okay, dann nochmal das Ganze. Einmal da hoch, bitte. Ob die jetzt ein bisschen anders stehen.
Scharfschütze. Da. Sehr schön. Dann du kommst dahin. Einmal das Geschütz da. Hier geht dahin. Gut, da hinten wäre besser gewesen. Gehst du mal dahin. Knüppeln wir nämlich erst wieder hinten schnell weg. Wieso sehen wir dich nicht? Hallo? Hallo, hallo? Das ist jetzt aber blöd. Oh, jetzt steht er da oben. Na, ganz geil. Okay. Nächste Runde, bist du dran. Falls du jetzt schon kommen solltest. Ne? Zur Sicherheit. Gut. Wo sind die Viecher? Die sind doch da irgendwo. Ich spür das doch quasi. Denn sie stehen jetzt wirklich ganz woanders. Das kann natürlich auch sein. Okay. Oh, okay. Offenbar. Ist der da ein bisschen aus der Sichtlinie? Das ist natürlich blöd. Soll ich ihn aufwecken? Riskant, riskant, was ich da jetzt mache. Aber schauen wir mal. Was soll schon schief gehen? Ah, er ist aufgewacht, okay. Jetzt sehe ich ihn. Oh, könnte ich vielleicht sein Auge direkt wegmachen? Das wäre super. Ja, reicht nicht ganz. Und da habe ich offenbar auch nicht getroffen. So, ist die Frage, wo sind die Gegner? Ah ja. Wäre dann Nummer 1. Oh, das war ein fetter Strahl. Oh, geil. Shit. Ja, ja, ja. Schwierig, schwierig. Sehr schwierig, das hier zu tun.
Er ist viel zu weit weg. Müssen wir es halt so machen. Könnte ja die Beine schon ausschalten, theoretisch. Dann kann er nicht mehr weglaufen so schnell. Aber ich würde gerne das Köpfle treffen. Enemy hit. Okay, das war wohl nix. So, hier dahinter sind die jetzt versteckt. Na super. Manchmal, ne? Habe ich das Gefühl, die sind zu doof zum Zielen hier. Oh, direkt ausschalten. Oh, geil. Okay. Der fällt mir. Oh, der ist nix. Okay, der steht an der denkbar ungünstigsten Position. Solange wenn da keiner schießt, ist alles gut. Der sieht nichts. Keine Ziele in Sicht, super. Oh, da können wir offenbar hochklettern. Machen wir nochmal. Gar nicht gesehen, dass man da hochklettern kann. Aber nehme ich natürlich gerne mit. So, die können sich alle nicht bewegen. Der bleibt da stehen. Schütz müsste ich eigentlich wieder einsammeln. So, mal gucken. Das war wohl nichts, mein Freund. Witzen, dass er nicht trifft. Eieiei. So, was haben wir denn so im Visier? Wir können nochmal auf den hier schießen. Diesen blöden Kopf ausschalten. Nochmal damit auf den Groß schießen. Da frisst sich jetzt schön die Säure rein. Dann 260 Schaden nochmal.
Man könnte natürlich auch jetzt so drauf schießen. Könnte man noch den erwischen, eventuell. Man schießt damit. Was mir so gar nichts bringt, okay. Machen wir das lieber nochmal so. Dieser blöde Kopf, ne? Der ist halt gefährlich. Könnte die sehr schnell sehr tödlich werden. Schwierig. Wie ist ihn ausgeschaltet, ist die Frage. Der hat doch keine Willenskraftpunkte mehr. Schau mal auf den Todesmarkierung. Hier überhaupt nichts. Das von Quark. Irgendwas getroffen jetzt? Schild, okay. Damit kann ich leben. Schild ist weg. Die Hälfte runter. Wieder in Deckung gehen. Danke. Das bringt mir überhaupt nichts. Wirklich ausschalten kann ich ihn damit auch nicht. Oh Mann. Zumindest schwächen, ne? Besser als nix. Oh, Moment. Ich könnte noch einmal schießen vielleicht. Vielleicht kriege ich ihn jetzt ausgeschalten. Ah, sehr schön. Wunderbar. So, jetzt hier unten zu dem Problem. Mist. Die gibt's natürlich auch. Schön, dass die Willenskraftpunkte abgezogen werden, wo sie keine haben. Doch, haben sie schon, aber ich glaube, das ändert nichts. So gar nichts. Noch den hier hinten im Visier. Bringt mir das was? Nicht wirklich. Zwei nebeneinander. Na, einmal schießen, glaube ich. Schade. Okay. I'm here.
Hier kratzt. Machen wir das, Mensch. Muss den wieder zurückkommen, dann nützt es leider nichts. Ah, der ist da. Der sieht ja voll. Okay. Da oben wäre ein Scharfschütze ganz gut. Haben wir da noch einen hier? Wo ist denn der? Den habe ich da hochgeschickt, ne? Das ist jetzt natürlich blöd. Einmal nachladen. Dankeschön. Nicht den Baum treffen, würde ich sagen. Ja. Danke dafür. Ach ja, ich liebe es. Und da ist jemand kaputt. Glück gehabt. Komm mal unter der Brücke vor. Boah. Hey, hey, hey. Du musst dich echt flanken, sonst kriegst du die nicht klein so schnell. Frage, wie viele sind noch da? Wow. Das sind ja wieder super Aussichten hier. Hier rüber. Zwischen wie und dann? Und hier schießen. Aber so weit komme ich nicht. Auf der steht keiner. Schauen wir mal, vielleicht treffen wir ja. Weiß es nicht. So. Gehen wir mal dahin. Ah, sind alle drei da drüben. Sehr schön. Können wir nächste Runde hier wegspringen, hoffentlich. Oh. Oho. Gegen Okaldium-Schilder scheint nicht so gut zu sein. Sammeln den mal ein. So, mal runterkommen. Nicht, dass du abgeschossen wirst. Das wollen wir ja nicht. Nicht wirklich, zumindest. Mal nachladen und einmal schießen, bitte. Ja, ganz toll. Da musst du doch mal eins rüber. Ah! Hervorragend! So gefällt mir das. Kann der nämlich jetzt noch auf die anderen schießen?
Oh, stehen die auf dem Haufen? Nett. Oh, fast. Hätte ich ihn gekriegt. Vielleicht kannst du damit schießen. Nicht weit genug, weil mir zu weit wegstehen. Ein Mist. Könnte sein, dass der gleich weg ist hier. Blöd läuft. Da ist ja noch einer. Bleibt ihr jetzt schön auf den Haufen, das ist auch nett von euch. Da kann ich bestimmt mal Sprengladung reinwerfen, oder? Nicht? Warum nicht? Jetzt ist echt das Ding im Weg? Ach nö. Ihr seid doch bescheuert. Ah, das geht, okay. Na toll, den anderen nicht getroffen. Ach, wie schön, dass du nichts siehst. Ja, nervig. Ja, die Laser konnte da nicht viel ausrichten. Die Laser ist da nicht so sinnvoll. Offenbar. Warum lässt sich überhaupt nicht schießen, ey? So. Trifft. Sei Dank. Naja. Besser als nicht, ne? So, wie erwischen wir euch? Wenn ihr drüben habt. Den hier, der hat noch einen zum Werfen. Mal den mal noch darüber. So. Der sollte besser mit diesem Schild fertig werden, denke ich, oder? Ja. Wenn natürlich drückt, ne? Sollte dem vorausgesetzt sein. Uns will ich nicht. Ja, geht doch. Wieso nicht gleich so? Jetzt können wir den anderen den zerschießen, hoffe ich. Wenn er trifft. Sehr schön. Das läuft. Du musst das.
Wenn jetzt noch einer stirbt, ne, dann kriege ich auch die Krise. Das sag ich. So, hier einmal rüber. Okay. Würde vielleicht mal abspeichern. Nicht, dass hier noch kurz vor Ende was schief geht. Nichts riskieren. Steady. Oh. Toll. Geht's wieder an. Schuss. Der ist zu weit weg, schätze ich mal. Und da kann er schießen. Gucken wir mal drauf. Sagt die Säure. Nicht. Na toll. Oh, wäre jetzt schön, wenn wir jetzt noch treffen würden, ne? Schauen wir mal. Vielleicht können wir ja da durchschießen. Oder besser auch spinen. Sehr gut. Wunderbar. So gefällt mir das. So. Dann versuchen wir die mal wegzuballern. Jo. So, einmal noch. Einmal bitte noch. Dann sollte er erledigt sein. Komm schon. Töte ihn. Ah. Gott sei Dank. Fertig? Fertig. Was für eine Scheißmission wieder. Eieiei. Was für ein Stress. Mann, Mann, Mann. Nie, nie. The ancients valued their refining facilities far more than their cities. The materials they produced undoubtedly were the basis of all their technology, but I think they had a more urgent reason to have the refineries protected. Living crystals. For generations, humanity had attempted to create a perfect power source. The ancients succeeded in that, and more. New Jericho believed the samples I uncovered to be some ancient battery. From what we found, I'm certain they were wrong. Analyses remain inconclusive, but we know that the living crystals are indeed a source of power, and potentially a destructive power. Experiments have shown that prolonged exposure is capable of killing the Pandora virus and mutated cells, as well as entire Pandoran organisms. Human cells don't start showing signs until hours later. Decades won't be enough to uncover their secrets. For now, I'm certain of two things. The ancients were biologically different from humans, and they had defeated the Pandorans before. One question remains, though. Where does humanity stand in all this? Okay. Aus wissenschaftlicher Sicht sind lebensgefährliche Materialien mit
unzähligen potenziellen Anwendungsmöglichkeiten in Technik und Medizin. Aus philosophischer Sicht repräsentieren sie die Dualität unseres Universums. Eine Dualität, die wir in Synetron und der Grundlage einer erfolgreichen Zukunft einzubinden versuchen. Aus strategischer Sicht überwiegen die Risiken, die damit verbunden sind. Diese Orte in Händen zu überlassen, die Vorteile. Es ist daher nur ratsam, mit unserer Elite die Teams entsenden, um die Lebenskristallvorkommen zu sichern. Wir halten dich dazu an, friedlich abzureisen. Die Synetron verabscheuen Blutvergießen, aber wir wechseln das nicht mit Schwäche, denn wir werden keine zeigen. Okay? So. Jeden Kristallsteinbruch. Jetzt haben wir wieder eine Ressource mehr. Ich glaube, wir sollten erstmal irgendwo uns heilen. Am besten hier unten, ne? Oder hier oben. Können wir auch gehen. Haben wir da was zum Heilen? Ja, haben wir. Der muss ja auch nicht mehr ausgebildet werden. Da gehen wir mal da hoch. So. Okay. Das hätten wir schon mal geschafft. Na gut. Da prasseln die Punkte ein. Das war nicht einfach. So, okay. Können wir sonst noch was machen? Hier gibt es ja nichts mehr weiter, ne? Wenn ich das richtig sehe. Nee. Sind hier unten noch was zum Entdecken? Was ich mal noch bräuchte, wäre ein Gefährt. Ob ich mir das klauen kann? Müssen wir mal testen, ne? Schauen wir mal. So, der fliegt dahin. Oh, das wird auch wieder gleich interessant. So. Liebe Zonen, sehr gefährlich, ja. Und nachts auch noch. Nachts ist schlecht. Okay. Schaffen die aber ohne uns, ne? Obwohl, ne, doch, ja. Theoretisch ja, aber wir sollten helfen. Können wir das klauen jetzt? Nee. Geht wohl nur bei Reparierten. Okay, dann nicht. Wäre noch ein großes Luftschiff, aber diesen Mist. Das wäre noch gut. Muss man da runterfliegen. Fällt mir gerade ein, ich sollte noch mal eine Sonde bauen. Zwei. Okay, fliegen wir mal da runter, würde ich sagen. Dahin. So, Archäologiesonde abgeschlossen. Die haben wir schon. Die haben wir noch nicht. Da haben wir schon, da haben wir noch nicht. Ich würde mal sagen, hier wäre noch gut. Hier unten. Aber sollte erstmal hier oben den Bereich vielleicht machen. Weil hier eben meine Basis ist. Das ist wieder blöd hier. Einmal da. Gut. Immer noch Nacht. Oh. Phoenix Avionik wird angegriffen. Ja, geil. Am Arsch der Welt.
Na toll. Wo kein Mensch ist. Das ist natürlich blöd. Wenn da keiner hinkommt. Kommt der da hin? Ach, da ist ja noch das Ding zum Befreien, ne? Kommen wir da runter? Ach, nur von der anderen Seite. Das ist ja nicht so gut. Okay. Der muss ja mal eine Zwischenlandung machen. Hast du hier schon erforscht? Nee, überhaupt noch nicht. Okay. Dann sollten wir mal ein bisschen in Europa gucken. Hm? So. Der ist soweit voll. Kann er wieder da runter. Der befreit das Teil. Der fliegt da runter zum Tauschen. Hier ist immer noch Nacht. Neue Geheimdienstberichte. Tetrage. Schwere Kanonen. Plasterkanone. Yay, die liebe ich. Ganz geil. Mit anderem Kopf. Du bist extrem gepanzert. Und Mindfreger. Na, ganz geil. Schallstoß ist auch nicht so doll. Oh Mann. Okay. Zeit für Raketentechnologie. Ja, es geht eigentlich. Also, fängt ja ganz harmlos an. Also, mit kleinen Einsätzen. Dann kriegt man irgendwann immer mehr Forschung. Das geht schon. So kompliziert ist es nicht. Fortgeschrittene Raketentechnologie. Okay, was machen wir als nächstes? Oh, die Diamant. Beispielsweise. Das wäre auch nicht schlecht. Könnte man zur Arktis fliegen von der anderen Seite. Giftung. Das wäre noch ganz praktisch. Oh, das ist auch nett. Aufkommen, Hitze, Beständigkeit. Nee. Resistent gegen Virus ist auch nicht schlecht. Das dauert halt 3 Tage. Das ist alles viel zu lang. Und dauert der Spaß? 9 Stunden? Was brauche ich denn? Eigentlich noch bessere Waffen. So. Ich muss sagen. Schaut mit uns eine Spezialwaffen aus. Oh, kann ich schon einen Skorpion bauen? Nee. Der Lebenkristall fehlt noch. Schade. 125 für den Granatwerfer. Yeah. Den Scheiß zu bauen musste ja dauerhaft da eine Armee stationieren, eine Einheit. Ist auch doof. Der Snake haben wir noch 2. Wo ist der andere? Watcher braucht man nicht. Den Tadel würde ich noch gern bauen. Da haben wir auch noch 3. Okay, passt. Schocklanze. Muss man noch welche bauen. So, hier oben.
Der da? Immer noch Nacht. Okay, warten wir mal noch. Säubere Befall von der Phönix vorgeschobene Gefäßstand. Okay. Und schauen wir noch mal. Schade, dass ich diese Rüstung nicht produzieren kann. Hat schon was. So. Bereit für Action. Nur Leuten in der Inventaraktion kosten keine Aktionspunkte. Das ist doch sehr schön. So. Was? Du bist Ekelstartler? Okay. Mal los. Mal küken. Was uns erwartet? Wahrscheinlich nur Kleinkram. Oder eine Sirene ist. Mal sehen. Noch nichts zu sehen. Letztes Mal hat sich hier hinten einer versteckt. Die Sau. Diesmal gucke ich aber gleich nach. Aha. Wo? Da oben. Ist okay. Okay, diesmal ist keiner da. Sehr schön. Ein Säckel. So, da oben diese blöde Mistvieh. Wie kriege ich denn das da weg? Ich habe keinen einzigen. Doch, der hat Granatwerfer. Okay. Schon sagen. Das muss ich wohl so machen. So. Erledigt. So, wo ist er? Oh, okay. Das ist blöd. Ah, der hat wieder einen Teerschatten. Das ist doof. Ne, weg hier. Mit den Leben fangen kann, das wäre es natürlich, ne? Das sollten wir mal ausprobieren. So, den schnappen wir uns dann einfach mit dem hier. Hoffentlich. Ja. Ich habe mich schon bewegt. Ja. Vorne, so. Der da, den muss ich gefangen nehmen. Den will ich gern gefangen nehmen. Ja. Au, das tat ja richtig weh. Ja, genau. Danke. Blödes Misty. So, Freundchen, komm mal her.
Gelähmt, sehr schön. So gefällt mir das. So, dann schlag mal einmal das Ding runter. Zurück. Siehst du den? Nee, siehst du den natürlich nicht. Super. So, dann hier einmal Dingens machen. Dingens wegen Bummens, ne? Weiß Bescheid. So. Nein, nicht evakuieren. Bist du wahnsinnig? Ah, eine kleine Heilung. Reicht nicht, verdammt. Gefährlich. Sehr gefährlich, was du da machst. Du musst nicht wegsterben, sagst du. Doch, daneben. Super. Wir können zurückschießen, sehr schön. Und die Regeneration ausgeschaltet. Die Regeneration. So, okay, dann kannst du von da den schön erschießen. Ja, den erschießen wir. Brauchen wir nicht. Ich hätte ihn auch übernehmen können. Nein. Das Meilung. So geil das Fahrzeug eigentlich. Sollte man mehr von haben. Steig mal ein. So. Let's go. Aber nimmt der Platz weg, ne? Im Fahrzeug. Ist dann nicht so optimal. Würmchen. Eure Würmchen. Der kann hier schön stehen bleiben. Deckung. Kannst du von da auf das Würmchen schießen? Schon, ne? Kleines, kleines Würmchen. Oh, stehen treffe. Ja, sehr gut. Wunderbar. Da auch Virus heilen kann? Jo, sehr gut. Gefällt mir. So, wie schauen eigentlich die Basis aus? Oh, das ist aber nicht gut, wenn das so verletzt ist. Ist alles angeschlagen, okay. Wieder in zwei Richtungen geht das. Na, ganz geil. Das ist nicht schön. Ich hätte mich eigentlich da hinstellen können, ne? Naja. So.
steht da ganz gut. Dann ist der andere noch im Fahrzeug. Schauen wir mal, wo der Rest ist. Gut. Keiner da. Noch nicht. Komisch. Ich trau den nicht. Gar nicht. So, ich wollte nur einmal draufhauen. Nicht, dass der sich dann irgendwann befreit. Das wollen wir ja nicht. Und du? Ist mal da. Oh, shit. Ah ja. Da hinten. Okay. Ah, jetzt haut er auch noch ab. Oh, shit. Schon wieder der. Das darf doch nicht wahr sein. Ich glaube, die Mindfreaker haben den ganz gerne. Seite, ich glaube, das ist besser. So. Könnte natürlich auch der letzte sein, ne? Das weiß man jetzt halt nicht. Oh, okay. So, nee, das war der. Sagen. So, einmal aussteigen. Mal in Deckung gehen. Dankeschön. Piss. Ich glaube, ich kann den gefangen nehmen. Oh, da ist eine Sirene. Sirene ist nicht gut. Der oberen Etage. Na toll. Okay, dann müssen wir einmal hier hoch, befürchte ich. Hier hinten noch was ist die Frage. Sieht eher nicht so aus, oder? Schauen wir mal. Sieht aber rouge aus hier in die Ecke. Schick mir den noch hier rüber, würde ich sagen. Ja, okay. Ich verstehe. Musst du runter? Nee. Hat Angst. Oh Mann. Das ist natürlich blöd, wenn ihr da hinten steht.
Kommt man nur ganz schwer ran hier. Jetzt. Kann auch Geistkontrolle machen. Kind doch mal da hoch. So, okay. Sehr gefährliches Pflaster jetzt gerade. Und hier ist ja auch noch was, ne? Eventuell. Ich weiß nicht, wo dieser Mindfucker noch ist. Der müsste ja hier auch irgendwo rumschwören. Oder ist er hier hochgesprungen? Oben oder unten lang? Das ist hier die Frage. Gehen oben lang. So. Und der hier? Hier hinten ist da eh nichts, das weiß ich ja jetzt schon. Seh nix. Ist das doof? Right there. Ja, ein bisschen die Inneneinrichtung demoliert, was soll's. Lässt sich da alles ersetzen. So. Mit Schwänzle getroffen. Ja, mal noch ein Stück nach vorn. Kann man besser zielen. Au. Ich verstehe nicht unbedingt, dass er den kontrolliert unter Umständen. Wenn der hier runterkommt. Stellen wir uns noch ein bisschen weiter hier vor. Diese komische Zwischending hier ist ein bisschen nervig. So, also hier scheint nichts mehr zu sein. Nee. Komm doch. Komm. Gut. Okay, der hat ja förmlich aufgegeben hier. Bam. Der ist nächste Runde tot. Aber so ziemlich genau. Okay, jetzt müssen wir noch diesen komischen Mindfucker finden, der da irgendwo rumschlummert. Der hängt da oben irgendwo. Glaube ich.
So. What's our move? Ein Stück nach vorne, danke. Du machst hier auch nochmal eine Überwachung. So. Ah, da ist er. Kopf erwischt. Das müsste es gewesen sein. Jetzt haben wir einen Gefangenen gemacht. Sehr schön. So gefällt mir das. Einer von diesen besonderen. Diese Schattenviecher. Bin mal gespannt, ob wir da was mit anfangen können in der Forschung. Dieses großen Skillers, die kriege ich auch nicht gefangen irgendwie. Sehr schön. Sieht auch geil aus. Yay! Offen, danke. Wohnräume, okay. Satellitenverbindung haben wir auch. Strom haben wir leider keine Materialien. Na super. Forschung haben wir nicht bekommen. Ganz normale Atron. Na super. Na, ganz toll. Auch so einen haben wir noch nicht. Auch gut. Ist also kaum verletzt, ne? Können wir eigentlich mal hier rüberfliegen. Für Biotechnik 2, das klingt auch sehr interessant. So, wie schaut's denn hier aus? Jetzt haben wir Tag, sehr schön. Machen wir das noch? Ja, das machen wir noch. So, dann mal gucken. Wir brauchen Platz, aber Munition sollen wir trotzdem mitnehmen. Könnte sehr schnell sehr ouch machen. So, Scharfschütze. Mehr Kraft vielleicht. Habe ich jetzt schon. Was haben die für eine Armbrust? Giftarmbrust. Ne, passt. Okay. Stärke, danke. Er kriegt Arme Stärke. Lähmender Schaden, okay. Da muss schon mal eine Lähmung dabei. Das ist ja auch was. Diese Nahkampfwaffe können die alle nicht tragen. Das ist sehr unschön. Nett ausgedrückt. Mit schwerer. Dingens. Was hast du da? Okay. Passt. Muss ich gerade nochmal durchschauen, die Waffen. Das scheint aber zu passen. Schauen wir mal. Ich mische immer die Waffen, finde ich ganz gut. Ein bisschen Laser für weite Strecken. Die Panzerbrechenden für etwas nähere Gegner.
Ich finde es etwas schade, dass es keine besseren Laserwaffen gibt, wie bei dem Panzerbrechenden. Oder vielleicht kommen die noch, das weiß ich nicht. Muss man mal gucken. Hm. Aber ich habe jetzt eigentlich schon verbesserte Laserwaffen. Geholt. So, da ist einer. Da ist einer. Der ist nicht ganz so gefährlich. Der ist gefährlich auf jeden Fall. Da ziehe ich schon an den Waffen. Der hat nämlich nur einen Erlöser. Der kann regenerieren und du kannst auch regenerieren. Okay. Der Getarnte. Komm mal hier vor. Oh. War denn den gesehen? Auch der? Nee. Da, okay. Hä? Wo steht denn der da? Das sind ja nur Atrons, ey. Also, schöne Scheiße. Die gefällt mir aber gar nicht. Diesen Mist. Oh, der hat Scharfschützengewehr, ne? Ja. Das ist nicht schön. Ah, der hat kamierende Schmerzen. Das heißt, der verschwindet, wenn er getroffen wird. Das ist doof. Das ist sehr doof. Boah, der hat ja nicht mal getroffen, ey. Was war das denn? Ist ja mal total witzlos gewesen jetzt. Was war denn das? Ja, komisch. Mal gucken, ob wir da durchtreffen. Oh, sogar die Waffe erwischt. Auch gut. Damit kann ich auch leben. Immer Deckung. Eieiei, alles voll hier. Das wird schwierig. Richtig schwierig. Schade. Und weg war er. Ganz toll. Ja, das ist Mist. Mist, 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 Mist. Müssen wir uns ein bisschen verteilen hier. Wo stellt man dich mal hin? Du könntest mitten in die Schusslinie. Hoffen, dass es gut geht.
Kein Platz. Let's show 'em what we can do. Ready to roll. Gut, schauen wir mal. Ach nö. Jetzt muss doch noch so ein großes Vieh kommen. Hat er gerade noch gefehlt. Daneben. Gott sei Dank. Gut, dass sie nur einmal schießen können. Juhu. Joche Alpha? Okay. Das ist mir neu. Bist du Joche Alpha? Komisch. Dass du hier genau vor meiner Linse stehst, das gefällt mir überhaupt nicht. So überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ach komm. Ah, stirb doch. Ach Mann. So, was haben wir denn Schönes? Nee, auf den schießen wir schon mal nicht. Auf den da hinten können wir noch schießen. Chiron Passes, was auch immer das ist. Deaktiviert, immerhin. Schon mal nichts mit Schießen. So, okay. Jetzt könnte ich noch einmal mit dem schießen. Hallo? Was ist das für eine scheiß Schussposition, ne? Aber erwischt. Das ist die Hauptsache. Was für einer bist denn du? Bleiben. Oh, die müsste ich gefangen nehmen. Eigentlich. Den bräuchte ich noch. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Wieder Chamäleon. Oh, beide Arme erwischt. Oder alle vier Arme, besser gesagt. Cool. Könnten auf den da hinten mal schießen. Damit er ein bisschen ausblutet vielleicht. Au. Okay, ich habe nichts gesagt. Das war ja wohl nix. In my sights. Ach komm schon. Ich doch verarschen. Sehr nervig. Sehr, sehr nervig. Mal doch mal ein paar Spinnen verteilen. So, Attrappe können wir leider nicht mehr aufstellen. Sehr schade.
Wir müssten mit denen ganz hinterlaufen, damit wir den irgendwie betäuben können eigentlich, ne? Oh. Au. Den hatte ich jetzt natürlich nicht mehr hinter. So. Hier haben wir noch einen Scharfschützen, siehst du? Das bringt mir alles nichts. On the lookout. Tot. Da steht er. Ist ja gar nicht weggelaufen. Hauptziel ist ja eigentlich die Sache einsammeln, ne? Aber so wird das nichts hier, wenn da ständig Verstärkung kommt. Gute Verstärkung. Ist ein bisschen blöd. Der jetzt noch seinen Schleim rumschießt hier. Noch beschissener. Ja, genau. Ganz toll. Ich komme nicht weg. Das ist richtig beschissen. Ach, das, was ist da denn? Ach, nö. Sieht auch so ein blödes Teil rum. Nerv. Also das ist der ja gerade der davor steht, ne? Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber wir haben vorbeigeschossen. Ich habe nichts gesagt. So. Dann schießt du auch nochmal. Ah, sehr schön. Das war mal ein guter Schuss. Das war kein guter Schuss. Der war schon besser. So, du stehst jetzt mal so richtig schön beschissen, ne? Da steht einer. Der offenbar nicht abhauen kann. Okay. Jetzt. Verstehe ich nicht. Switch in die Ammo. Jedes Mal. Ist der eigentlich noch getarnt? Tatsächlich. Okay. Wie lange lebst du noch? Leider zu lang, okay. Sehr schade. I know how to do this. So.
Gut. Dann schicken wir dich mal noch in die Richtung. Und dich in die Richtung. Shit. Das ist nicht gut. Wenn das Vieh da rumsteht. Das ist eigentlich näher ran, ne? Proceeding. Schön. Okay, dann macht es keine Gefahr mehr. Okay. Und tot. Der ist auch nächste Runde tot. Den muss ich halt übernehmen oder betäuben. Am besten. Naja, schleim hier nur rum, ist schon klar. Dass dieses komische Teil, der stört mich ja im Grunde eigentlich nicht. Den kann man theoretisch stehen lassen. Der Nebel stört halt, ne? So, dann schauen wir mal, dass wir vorkommen. Damit wir das Zeug einsammeln können. Hier unten steht noch irgendwo einer. So, die Frage, wo? Da, oh, der ist gleich tot. Das Ding hat man erledigt. So, wie viel Willenskraft hast du noch? 20, okay. Naja. Mal eigentlich so eine Dingens hier hinschicken. Au. Böse, böse. Gut. Schickt man in die Richtung, nur zur Spionagezwecken. Ich liebe diese kleinen Viecher. Die sind so putzig. Der hat auch keinen Platz hier. Ist ja eine Kiste, da hinten sind zwei Stück. Der hat noch ein bisschen Platz. Die anderen, die müssen wir dann warten. Bis die aus dem Schleim rauskommen. Und der muss darüber. Ach, da kommt schon wieder der Nächste. Darf doch nicht wahr sein. Der schlemmelt noch mehr rum. Was kannst du? Fuji? Feuerwürmer. Okay, dich müssen wir killen. Soll ich wieder einen Weg hier? Okay, dann brauchen wir das hier. Krabbel, krabbel, krabbel. Nee, nicht dich.
Genau. Au. Du hast ihn ja richtig wehgetan. Das bin ich ja gar nicht begeistert. Das kann ja so nichts werden. So. Würde mich wundern, wenn ich da irgendwas treffe. Lauf doch mal da hoch, schön durch den Nebel. Sehr schön. Nicht genug Aktionspunkte. Nerv. Hier blätzerst du. So, dich muss ich darüber bringen. Koste es, was es wolle. Und dich muss ich da hochbringen, damit wir den erledigen können. So. Dich. Gehen wir mal darüber. Jetzt geht's eigentlich so langsam. Der hier steht halt blöd. Ich hoffe, der Schleim geht bald weg. Oh oh. Genau, Sirene von hinten. Nicht gut. So überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Nicht abhauen. Flup, flup. Okay. Damit kann ich leben. Du machst nicht wirklich viel Schaden in den Kleiner. So, jetzt haben wir hier diese blöde Sirene da. Mit ihrer verdammten Geisteskontrolle. Und scheiß Feuerwürmer. Das ist ja richtig Mist. Ich hier nichts sehe, ne? Tot. Es gibt schön Punkte. So, jetzt haben wir hier unten ein kleines Sirenenproblem. Kopf oder Schwanz? Erstmal den Schwanz.
habe so ein sehr ungutes Gefühl bei der. Okay, bewegen tut sie sich erstmal nicht so schnell, allzu weit. So, kannst du auf die schießen? Nee, kannst du nicht, verdammt. Ah, reicht nicht. Oh, Moment. Wir können uns bewegen. Yay. Was war das? Bitte schön. Hast du ihn jetzt hingeschossen? Hallo? Sollen wir bitte da hinschießen? Sehr schlimm. Oh, mehr, noch mehr. Das finde ich gut. Dann springen wir es halt in die Luft, was mir auscht. So. Keine Munition mehr zu. Was? Wo redest du? So, die andere hat keine mehr. So. Comms online. Durchs Köpfel erwischt scheint es, ne? So, wie schaut's denn aus? Noch ein bisschen weg. Etwas näher ran, bitte. Der hat noch volle Dingens. Okay, passt. Gut. So, ihr verteilt euch wieder. Ganze gut geht. Okay. Gucken, was du machst. Du versteckst dich. Sehr gut. Ah, okay. Ja, auch gut. Nicht abhauen. Nein, oder? Jetzt ist der echt abgehauen. Ich hasse es nicht. So ein Drecksack. Mann. Wollte sich nicht fangen lassen. Du betötest deine Kollegen. Oh. So, du machst nichts mehr. Gut. Ist voll, ne? Nee, du hast noch Platz. Let's roll. Einmal dahinter. So, auch bitte. Du Platz, du hast Platz. Sehr gut. Kram einsammeln. Ist der echt abgehauen, ey. Das nervt mich gerade sowas von. Scheiß Mutagene brauchen wir nicht. Ich nehme sie mal mit. Mensch, wenn wir schon da sind. Switching. Schade, das ist ja auch nichts. Jasna 87.
So. Kommst du denn nicht rüber? Das ist das Problem. Versuch den mal abzuschießen, hoffentlich. Ich hoffe, das geht gut. So, der hier oben hat so ein kleines Problemchen jetzt. Mit diversen lästigen Viechern. Toll, wie kriege ich den weg? Ich hätte echt eine Rakete verschwinden. Na toll. Hätte auch noch Platz. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Läuft alles nach Plan bisher. Einigermaßen. Irgendwo kam was Neues von da drüben. Nee, doch nicht. Juhu. Ach. Ach, Gott sei Dank. Wir als nächste Runde tot. Nimmt da noch jemanden? Nee. Irgendwo ist ein neuer gekommen, da oben. Neurales Scharfschützengewehr. Das würde ich gerne mitnehmen. Was haben wir da Schönes? Oh, ganz viel Wissenschaftskram. Auf jeden Fall. Wichtig. Hashtag wichtig. So, jetzt müssen wir wieder ganz nach unten laufen, ne? Auch Mann. So. Plätze. Hui. Oh, noch mehr Sachen. Nee. Schallgranate. Muss jetzt nicht sein. So, schauen wir nochmal schnell da rein. Noch mehr Wissenschaftskram. Immer her damit. Da ist auch noch Platz, ne? Überwachung. So, der hier ist dann tot, das passt. Hast du noch Platz? Ja, jetzt hast du ganz viel Platz. Du wahrscheinlich auch, oder? Ja, es geht. Ausmunitioniert hat sie es. Lauf mal da hoch. Der läuft da runter. So. Den nicht gesehen doch jetzt. Oh, die Waffe erwischt. Auch gut. Oh nee, jetzt haut er noch nicht ab. Eine Granate dabei, schade. So.
So. Du warst voll. Okay, du kannst zurücklaufen. Können wir den Rest ja doch noch mitnehmen. Auch schön. So, der wartet hier. Das passt. Könnte eigentlich noch mehr einstecken jetzt. Ne? Die Schallgranate. Das Magazin wegen mir. Der hier auf dumme Ideen kommt. Oh. Mit einer Sirene. Erwischt. Erwischt. Mehr Tücher hier im Weg stehen wegen der Kiste. Gar kein Schaden. Grüne Neune. Finde ich aber nicht gut. Au. Voll. Alles sehr ungünstig hier. Hat er ordentlich gesessen. Ja komm, das verschwenden wir jetzt nicht. Das muss nicht sein. So, du warst voll, ne? Genau. Nur mal ein bisschen zurücklaufen. So. Ja, gute Nacht, Mario. Okay. Das soll hier mal überwachen, falls einer rauskommen will. So. Du kannst eigentlich mal hier hin, wo die Ausgänge sind. So, okay. Und die verteilen wir auch noch ein bisschen. Da oben. Okay. Und das ist wieder der nächste. Da kommt ja immer einer nach die andere näher. Oh oh. Nee, wurde nicht genommen. Gut. Nochmal. Sehr schön.
mit dir noch drauf schießen. Nie. So. Der sollte jetzt tot sein. Sehr gut. Und dann ballern wir dich nämlich noch weg. Nein, hat nicht gereicht. Sorry. Aber nächste Runde ist er tot, dann passt das. Können wir schon mal abhauen. Ein Moment. Kannst du gratis nachladen? Ja. Die zwei wären dann schon mal in Sicherheit. Der hat noch Platz, theoretisch. Für zwei. Hier oben wären noch zwei drin. Das sollte ich mir holen. Du warst auch voll. Eigentlich springen, ne? Bin so ein bisschen schneller. Gut. Passt. Wackelt in der Luft. Danke. Noch die Gift mit. Gift ist gut. Zumindest für mich, wenn ich es mitnehme. Was ist denn da hinten nach, ne? Da muss ich ja auch noch reinschauen. Oh, sehr schön. Das gefällt mir. Genau, was ich so brauche. Ein Plätzle frei, komm da. Gehen wir da nochmal schnell hin. Ja, lieber dahin. Nicht so im Nebel. Na gut, nehmen wir das noch damit. Oh, der kann dann auch dahin rennen. Das passt. Gut. Denn ich liebe das Medikit mit. Und die Rakete. Die sind, glaube ich, nicht ganz billig zum Herstellen. Dann ein bisschen sinnvoller. Sehr schön. Jetzt nichts weg hier. Bis auf eins habe ich alle mitgenommen. Ist aber okay. Na. Okay. Mal den Turbo reinmachen. Okay, das war's. Alle weg hier. I'm ready. Das war doch wieder sehr spannend. Oh. Die nächste. Ist aber okay. Wir haben dich im Blick. Oh, sogar getroffen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber okay.
Gehen wir doch mal mit unseren Spinnchen ein bisschen entgegen, würde ich sagen. Kommt denn eh von da rein, das passt schon. Wir können ja auch noch ein bisschen Überwachung machen. Okay. Das wird dir nicht viel bringen. Oh, kommt schon der nächste. Okay, deswegen hat er es gemacht. Ich verstehe. Gut, dann müsste der Rest eigentlich nur noch schnurstracks zurück. Dann haben wir es. Ist ja doch besser ausgegangen, die Mission, als erwartet. Oh, der kann schießen. Ja, das lassen wir mal. Juhu. Steht nicht viel Schaden an, das habe ich schon mir gedacht. Aber okay. Ich sehe dich. Und getroffen. Was tut denn? Meine ganzen Spinnchen kaputt hier. Das ist nicht sehr nett. Oh, ich glaube, wir können jetzt alle rausbringen. Dann verschwinden wir doch mal. Aber ganz schnell. Beutezug war auch ganz erfolgreich. Passt. Fertig. Sehr schön. Und der war einer Verletzter. Die waren ja so gar nicht, noch gar nicht auf Max-Stufe. Hm? Auch gut. Haben sie noch ein bisschen Erfahrung gesammelt. Na gut. Haben wir ja schon wieder über 3 Stunden gespielt. Eieiei, oh, sehr schöne Beute gemacht. Wunderbar. So, super. Ich gedacht, dass wir das noch hinbekommen. So, einer ist aufgestiegen. Unser Nahkampfspezialist ist das, ne? Rot für den Nahkampfwaffen. Wo ist diese Nahkampfwaffe? Ich verstehe es nicht. Ich habe da doch eine hergestellt. Schocklanze. Und Phönix. Habe ich doch eine da.
Das Berserker, ja, gut. Was ist denn hier? Wo ist dein Problem? So. Ich erwarte das jetzt, der hier. Kannst du doch jetzt einsetzen, oder? Da. Knüppelchen. 600 Schock. Okay. Das sollte passen. Sollte man auf jeden Fall noch ein bisschen was auf die Geschwindigkeit geben. Wieder noch ein bisschen schneller ist. Er ist immun gegen Schleim, das ist gut. Okay, dann ist da auch schon mal einer zum Betäuben dabei noch. Sehr schön. Du musst jetzt eigentlich noch ein Fahrzeug klauen, ne? Wir müssten auch Zeug eintauschen. So. Auf dem Weg darunter, du auch. Der muss da helfen. Der geht da eintauschen. Okay. Hier, das Ding muss ich noch verteidigen. Da kommen wir nicht hin, ja. Das können wir wohl vergessen, das Teil. Immer auf die Raketentechnologie gespannt. Dass wir da Schönes bauen können. Oh, wir haben ein Lebenkristall. Ich bin begeistert. Schade nur, dass man diese Maschine nicht festnehmen kann. Aber naja, gut. Ich würde mal sagen, wir machen heute mal wieder Schluss. Drei Stunden, über drei Stunden sind lang genug.